Hallo und willkommen zurück zu Until Dawn. In der letzten Folge sind wir mit Chris in der Lodge eingebrochen, in Anführungsstrichen, und irren da jetzt immer noch ein bisschen herum. Und ach ja, Dings, Josh meinte so, ja, hol doch mal, ich hab die super Idee, hol doch mal das Deo aus dem Badezimmer raus und halt mal das Feuerzeug daran, dann haben wir ein schönes Licht. Aber was ich mich frage, ich denke, wenn man eine Flamme an Deo hält, dass es doch dann explodiert, oder nicht? Das ist doch so, oder nicht? Wegen dem Druck unter allem. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Chemie. Aber ich denke, das ist so. Deswegen, ich verstehe das irgendwie nicht. Eigentlich muss es doch so sein, aber egal, wir setzen mal fort. Och, Alter, die Musik, das ist nicht mehr normal. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay, wir sind jetzt hier im Badezimmer. Hier. Das ist die Badewanne, die wir gesehen hatten, wo wir da im Dings waren. Oh, wie ist es? In der Seilbahnstation. Das ist die Badewanne. Irgend so ein Perverser, und das war wahrscheinlich hier dieser Hausmeister, der hat darauf einfach sein Ding gerichtet, seine Kamera. Oh, ey, echt der Hammer. Oh, man. So ein Dreck. Alter! Das ist nicht dein Ernst! Oh. Wir frieren doch hier draußen. Sweet Home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich an sich ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Okay, Warn, halte dich von Emily fern, herausfordern. Hab dich in M gesehen. Na, wir fordern ihn mal heraus. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Misstrauen, passt bloß auf, Mike. Entschuldigen, ich habe überreagiert. Naja, ich weiß nicht. Also, ein bisschen übertrieben ist das ja schon, den Ex zu umarmen. Ich weiß nicht. Also irgendwie traue ich auch der Emily nicht. Ich weiß nicht, die ist auch so Dings, so, so arrogant und so. Nee, ich misstraue ihm. Pass bloß auf, Mike. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Bring doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du
mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht tanzen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Provozieren, das ist unnötig, Jess. Entschärfen, komm runter, Emily. Ja, beide. Hört einfach beide auf. Mann, wieso muss ich mich denn entscheiden? Ja, wenn ich Emily, ganz ehrlich, der arme Matt, ey, der geht voll unter mit der Emily. Die macht ihn voll fertig. Ich sag zu Jess einfach. Hey, du verdippst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig. Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Halt die Klappe, Jess, entschärfen Emily, hör auf. Man hört einfach beide auf, was sie da labert. Das ist einfach nur Scheiße. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein. Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab es diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teenjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teenjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du es? Nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Hier viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Es ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Alter, die Jessica, die ist auch so ein bisschen, ne? Ich will ja jetzt nicht sagen hohl, aber auch irgendwie hohl. Ja, wo ist denn jetzt der Generator? Der ist doch da, oder nicht? Hallo? Generator? Kann ich mal, nicht Matt, Mike. Hallo, kannst du mal bitte diese... Da ist der doch. Oder nicht? Hä? Das ist der doch, oder nicht? Moment, kannst du dich mal bitte umdrehen, ja? Leuchte doch mal dahin. Ja, rechts. Rechts. Nee, das ist ein Schalter.
Hä? Ich denke, hier ist ein Generator. Okay, dann gehe ich einfach mal. Tschüss. Okay. Ich denke, wir sollten einen Generator anmachen. Okay, dann eben nicht. Dann eben keinen Generator. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Okay. Oh, Selfie. Wie der guckt. Ja. Die Kamera ist ein bisschen schwer. Und? Hallo. Oh mein Gott, das ist perfekt. Ihr seid so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Vor allem genau dann, wenn ich den Ausschalter drücke, muss die sich wegdrehen, ey. Oh, ja. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Alter, die flirten hier aber auch rum bis zum geht nicht mehr. Aber die scheinen wohl schon alle aus der Schule raus zu sein, oder nicht? Weil es ja schon Abschlussball und so gab. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Zustimmen, Emily war total bescheuert. Widersprechen, lass M einfach. Lass M einfach, okay? Puh, ja, schwierig. Einerseits kam ja Emily rein und hat schon sofort provoziert. Andererseits hätte sich Jessica nicht auf ihr Niveau herablassen sollen. Von daher, mir fällt gerade auf, ich vermisse so ein bisschen den Therapeuten. Also, der müsste auch mal wieder ins Spiel kommen. Widersprechen, ja. Andererseits, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie über Dings, nicht Matt, wie heißt der hier nochmal? Mike, dass sie über den hinweg ist. Ich weiß nicht. Ah, lass die einfach in Ruhe, ganz ehrlich. Lass dich nicht auf ihr Niveau herab, ganz einfach. Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's dir nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja, scheiß auf Emily. Lass Emily. Ach, lass sie doch einfach in Ruhe. Ist doch scheißegal, Mann. Nein, ich meine, natürlich nicht. Ich sag ja nur, man soll keinen treten, der schon am Boden liegt. Und ich verbringe meine Zeit lieber im Liegen mit ihr. Verstehst du mein Wortspiel? Extra dich? Ja, okay. Aber sie soll sich lieber raushalten, sonst dreh ich nach. Ja, ist ja gut. Oh, der hat aber auch schlaue Freundinnen, ey. Okay. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Ach ja, genau. Hat Josh nicht was mit einem Generator? Der scheint dann irgendwie hier zu sein. Ach ja, genau. Da drin wahrscheinlich. Oh nein. Ein Totem. Ein Totem. Oh mein Gott. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Ja, gleich. Gefahr, Totem. Nein, Ashley. Rot, Gefahr, die Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Oh Gott, nein, nein. Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Mörder. Okay. Ist ja gut. Generator? Was ist ein Geni? Okay. Mal sehen. So, geht eigentlich ganz einfach. Boom. Sehr gut, Mikey. Mikey. Huch, nochmal.